Hallo und herzlich willkommen zu Megafon 95, der Fortuna Düsseldorf Fancast. Und ich begrüße euch zu Folge 49 in der Kalenderwoche 44. Und wir haben natürlich einige Themen vorbereitet. Es wäre einmal das Spiel gegen den VfL Wolfsburg, die DFB-Pokalpartie gegen den SSV Ulm. Natürlich geben wir einen kleinen Ausblick auf Gladbach und sprechen so ein bisschen auf das Geschehen, was zwischendrin passiert ist. Ich bin der Mo, der Wampendribbler auf Twitter, wenn ihr wollt. Natürlich an meiner Seite wie immer eure geliebte Legende des Amateursports in Düsseldorf, eine Ikone der Fortuna-Kurve, eine der krassesten Unterstützer, die mit vier Köpfen auf dem T-Shirt rumlaufen, Micha, der @Cherensky8 auf Twitter. Guten Tag. Und du übertreibst auch überhaupt vollkommen nicht. Ja, ich wollte eigentlich was Positiveres sagen, aber mir fällt gerade irgendwie überhaupt nichts ein. Ja, das kenne ich ja von dir. Ja, liebt uns, liked uns, teilt uns, das ist auf jeden Fall ein Motto von uns, was wir geil finden, wenn ihr es umsetzt. Wir sind ein kleines aufstrebendes Fanprojekt tatsächlich und wir lösen uns weg von sämtlichsten Zeitungen oder Radiosendern oder was es sonst noch so gibt, über Fortuna Düsseldorf. Uns gibt es als Megafon 95, so finden wir uns auch in den anderen Social Media Kanälen wie Instagram oder Twitter. So, hit us up on the Twitter. Wollen wir wollen wir beginnen? Ja, mein Fail, Lowlight der Woche, beziehungsweise wer sich in der letzten Woche für mich ins Abseits gestellt hat, war halt, und ja, ich fange wieder mit dem Thema an, ist halt so, dass die Leute gegen Wolfsburg halt nach 80 Minuten nach Hause gehen, wo ich mir denke, was erwartet ihr von der Fortuna? Erwartet ihr, dass man gegen Wolfsburg, keine Ahnung, 3-0 gewinnt oder so? Und ja, und das sind halt die meckern, dass damals gegen Leverkusen dieser 20 Minuten Stimmungsboykott war, weil man die Mannschaft nicht unterstützt. Das sind dann wahrscheinlich genau die jetzt gegen Wolfsburg gegangen sind. So, das ist dann halt so, sowas nervt mich halt, dass auf der einen Seite wird dann gemeckert, die Ultras machen keine Stimmung, die unterstützen die Mannschaft nicht. Und wo ich mir denke, ja, es gibt halt auch Wichtigeres als die Mannschaft. Dann aber nach 80 Minuten gehen und dann sagen, ja, nee, ich tu mir das nicht an, dann bin ich wenigstens 20 Minuten früher zu Hause, weil ich die erste Bahn krieg und nicht erst die dritte. Wegen dem Podcast bin ich halt in verschiedenen Facebook-Gruppen von Fortuna und immer wenn ich wenn ich lese, was da Leute reinschreiben, dann denke ich mir so, boah, nee, ich Funkel raus, ja, Mannschaft raus. So, und dann denke ich mir so, das ist ja, ohne Scheiß, wenn ich den Podcast nicht hätte, ich hätte Facebook gar nicht mehr, weil ich habe Facebook nur wegen dem Podcast. Das ist sehr lieb von dir. Und dann wäre ich auch in den ganzen Scheißgruppen wäre ich nicht mehr und würde mir das Ganze nicht antun. So, also, ich wäre ja froh, wenn bei uns in der Gruppe wenigstens ein paar mehr Leute irgendwie was schreiben würden, aber auf der anderen Seite, wenn ich lese, was Leute in anderen Gruppen schreiben, bin ich dann doch wieder froh, weil wenn dann irgendwie Leute dann meckern, dass ja, es gibt bei uns die Leute, die meckern, andere Leute meckern und die dritten Leute meckern über die meckern. Und dann es geht ja auch bei uns in der Gruppe tatsächlich darüber, über gewisse Themen zu diskutieren. Das ist, was wir anregen wollen, so ein bisschen Diskussion. Und dafür wollen wir natürlich gerne unsere Plattform anbieten. Ich glaube, wir sind eine von 2 oder 3 Fortuna-Gruppen, die tatsächlich nichts mit Fortuna Düsseldorf zu tun haben. Was ziemlich lustig ist, also wenn ihr unabhängig diskutieren wollt, auch andere Themen anschneiden wollt, ihr natürlich im Rahmen des Fußballs, könnt ihr das gerne bei uns tun in der Megafon 95 Gruppe, die ihr bei uns in unserem Facebook-Account Megafon 95 findet. Wir müssen uns da echt einen krasseren Namen ausdenken, weil es so ein bisschen, weiß ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Facebook ist natürlich so ein bisschen Sof geworden, wo Leute irgendwie alles reinknallen, was die können und jeder Hinz und Kunz irgendeinen Scheiß kommentiert. Natürlich wären wir froh, wenn Kinz und Kunz unsere Podcast-Folgen hören würden. Ja, aber auf jeden Fall, was halt Facebook angeht, ich bin froh über jeden, der da irgendwie kommentiert und jeden, der da irgendwie auf Kommentare antwortet und irgendwie Feedback gibt. Aber ich habe halt keinen Bock, dass dann einfach nur als Kommentar geschrieben wird, wenn Fortuna nach 12 Sekunden das 1:0 kassiert. Einfach nur so, wie peinlich ist das denn? So, wo ich mir denke, ja, dann schreibt wenigstens
Schreib dein Problem, gib an, was du besser oder was du anders machen würdest. Dann können wir auch super mit einem diskutieren, aber so in anderen Fortuna-Gruppen ist dann einfach nur, wie peinlich ist das denn? Oder einfach nur Funkel raus. Weil ich meine, ich hätte kein Problem damit, wenn Funkel rausgeworfen wird. Aber ich habe wenigstens meiner Meinung nach Gründe dafür oder zum Beispiel bei Rensing, ich kann das wenigstens erläutern. Wenn, ich kann auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ich laber Schwachsinn, ich kann auch verstehen, wenn andere Leute sagen, ich laber Schwachsinn, weil Funkel ist ein guter Trainer und Rensing ist nicht so scheiße, wie ich den mache. Aber das akzeptiere ich dann auch und dann kann ich auch gerne mit Leuten diskutieren. Aber wenn man dann einfach nur noch schreibt, so Funkel raus und Botzek ist scheiße und das mag ich halt nicht. Ich will halt diskutieren und nicht einfach nur, hier ist meine Meinung. Ich will einfach frustlos werden und jeder, der was anderes sagt, ist eine Missgeburt. So. Ich dachte, das wäre der Sinn dieses Rancing. Dass du deine Wut loshörst. Ja, aber ich bin trotzdem offen für jeden, der dann irgendwie sagt, ja, den Punkt sehe ich jetzt nicht so. Ich finde nicht, dass Rensing scheiße ist, weil er ja eigentlich keine Fehler macht. Deswegen ist er nicht so scheiße, wie wir den machen. So. Also Rensing macht tatsächlich keine Fehler. Aber er macht halt auch nichts gut. Und ich kritisiere, dass er nichts gut macht. Aber er macht auch nichts, wo du sagen würdest so, boom, geil, wir haben den Rensing im Tor, der hält uns den Kasten sauber, der ist motiviert. Das fehlt mir komplett gegen Ulm. Irgendwie, der wirkte komplett motivationslos. Es hat ein paar andere Spiele auch schon drin. Es gibt dieses krasse Gerücht, dass er gesagt hat, ich verlasse die Fortuna oder irgendwie so ein Kramgedöns war das, wenn ich jetzt nicht Stammspieler werde, was natürlich kompletter Quatsch ist, weil ich glaube, wenn Rafa Wolf nicht Anfang der Saison die privaten Probleme hätte mit Verletzungen und Gedöns jetzt, bla, dann würde Wolf auch im Tor stehen. Das ist so meine persönliche Meinung dazu, weil er ist einfach jünger und auch ein bisschen engagierter. Vielleicht ist Rensing, er hat nicht viel erreicht. Seht ihr meine komischen Krüppelfinger nicht. Aber der wirkt so ein bisschen gediegen, so ein bisschen satt, meiner Meinung nach. Da kann ich vielleicht, irre ich vielleicht auch. Ihr könnt ja gerne mal in die Gruppe oder in YouTube oder in Twitter schreiben, was ihr da rüber denkt, ob Rensing wirklich so satt ist, wie ich ihn gerade male. Friedhelm Funkel geht einfach nicht genug Risiko. Er scheut natürlich ein bisschen die Kreativität, die er bringen könnte an Besetzung der Spieler, mal Davolovre eine Chance geben. Ich kann mich an so ein geiles Highlight-Video erinnern, so ein bisschen Fortuna Düsseldorf hypen sollte, wo Davolovre so ein bisschen als unser Shooting-Star-Spieler beschrieben wurde und der bis jetzt bei uns absolut null Rolle spielt, die Saison. Nicht mal im Pokal hat er irgendwie Einsatzzeit bekommen, der war, glaube ich, nicht mal im Kader. Das ist schon ein bisschen schade, dass Friedhelm Funkel da einfach nicht kreativ genug ist. Der hat seine Konventionen, seine Thematik im Kopf und die nimmt er halt 1:1 und übernimmt die halt immer in das Schema mit den Spielern, die er hat. Wie gesagt, er ist Bundesliga-Trainer und hat viele Erfolge vorzuweisen. Ich bin kein Bundesliga-Trainer und habe auch dementsprechend keine Erfolge vorzuweisen. Aber so ein bisschen Fan sein und so ein bisschen Trainer zu Hause spielen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst natürlich gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes da. Gebt uns gerne Feedback, auch in YouTube. Oder halt gerne die Kommentare in jedem Podcatcher, den ihr das hört. Gebt uns gerne auch Feedback in unserer Megafon 95 Gruppe auf unserer Facebook-Seite. Dort können wir auch gerne diskutieren über verschiedene Themen oder ihr könnt auch gerne Themen inserieren, die wir bearbeiten sollten. Oder wenn ihr Bock habt, mal mitzumachen, könnt ihr uns das auch dort zukommen lassen oder schreibt uns gerne eine E-Mail an projektmegafonpodcast@gmail.com. So. Michael, jetzt starten wir direkt mal in das Spiel, was so ein bisschen das Lowlight der Woche war, nämlich unser Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg. Die Fortuna begann taktisch, so wie man es erwartet hat, 4-1-4-1. Das variierte immer so ein bisschen zu einem 4-3-3. Das kennen die Stammzuhörer schon aus der letzten Saison. Wenn nochmal Bedarf besteht, können wir das gerne nochmal analysieren, weil spieltechnisch hat sich so viel nicht verändert. Bongo kam für Kaminski, Gieselmann für Sobotka, der hatte eine Patellaseelenreizung und Luke Bakio kam für Stöger und Hennings war für Duxch in die Partie. Jetzt hast du vor der Partie so ein bisschen die personellen Konsequenzen in der kompletten Form vermisst, was ich nicht ganz verstehen kann, weil wir haben hier 1, 2, 3, 4 Spielerwechsel, also in der Partie, also in der Mannschaft. Ja, aber
Funkel hat angekündigt, dass da jetzt neue, dass die Spieler aus der zweiten Reihe mal die Chance kriegen. Und im Endeffekt, der einzige Spieler aus der zweiten Reihe, der die Chance gekriegt hat, war Bormuth. Weil das Gieselmann ist eigentlich Stammspieler und ja, Sobotka war verletzt, deswegen ist er raus. Luke Bakio für Stöger, das haben wir auch schon, also Luke Bakio hat auch schon 3-4 Mal die Saison gespielt. Also Luke Bakio und Stöger sind beides Spieler, die ungefähr die Hälfte der Spiele machen. Und Hennings für Duxch ist auch jedes Spiel neu. Also das sind Wechsel, die eigentlich standardmäßig sind, weil die eh von Spiel zu Spiel gewechselt werden. Und nur Bormuth ist wirklich, Bormuth für Kaminski ist die einzige Überraschung, sage ich mal. Der Rest konnte man sich denken. Und deswegen sind es für mich keine personellen Konsequenzen, wenn man das groß ankündigt. Und am Ende wird eine Überraschung, die auch nur eine halbe Überraschung ist, sage ich mal, aus dem Hut gezaubert. Und der Rest sind eigentlich so Wechsel, die man schon erlebt hat in der Saison. Ja, Robin Bormuth, der hat sich eigentlich letzten Spiel ein bisschen angekündigt, mit ein paar Einwechslungen und Gedöns. Und ansonsten ist halt die Frage, wie betrachtest du zweite Reihe? Du hattest jetzt als zweite Reihe zum Beispiel Usami erwartet, Lovren erwartet, vielleicht Bangkok erwartet, so als das, was wir so als zweite Reihe einsehen, aber vielleicht sieht halt Friedhelm Funkel das ein klein bisschen anders, was das Spiel halt nicht wirklich besser machte. Es war halt ein Scheißspiel von beiden Mannschaften. Es gab viele gelbe Karten. Ich glaube, es war die Höchstzahl dieser Saison mit 8 oder 9. Und ja, wir sind komplett unkreativ, wissen nicht, wie wir Lösungen finden, schießen wirklich nur ein einziges Mal auf das Tor. Es war schon ziemlich erbärmlich. Wir haben zwar mehr Chancen gehabt insgesamt, wenn du das dieser Statistik glauben willst, aber ja, die schießen halt nur einmal direkt aufs Tor, das heißt, Castells muss sich einmal krass bewegen und ansonsten passiert nicht viel und dann hat halt der Weghorst hat halt einen geilen Tag und schießt uns dann ab und gibt halt eine Vorlage. Micha, bevor wir auf die Spielszenen eingehen, was ist so deine Bewertung des Spiels? Ja, das war eigentlich wieder so ein komplett unnötiges Spiel. Beide Mannschaften waren scheiße und meiner Meinung nach war es halt ein typisches 0-0-Spiel, dass Fortuna wieder 3-0 verliert. Und das ist so dieses täglich grüßt das Murmeltier-Ding, dass du bist eigentlich nicht viel schlechter als der Gegner, gehst dann trotzdem haushoch unter. Und Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, gucken drauf und denken sich, ja, 3-0 verloren gegen Wolfsburg, kein Wunder, dass die Letzter sind. Aber eigentlich ist Fortuna besser als das, aber irgendwie ist Fortuna halt ja, wenn man halt 3-0 gegen Wolfsburg verliert, die bis dahin, glaube ich, auch dann 5 Spiele am Stück verloren hatten, ja, dann ist eigentlich auch kein Wunder, dass man Letzter ist, beziehungsweise, weil Stuttgart noch beschissener ist und die 4-0 verloren haben, sind die mit der Tordifferenz runtergefallen. Du kannst natürlich hingehen und die Statistik angucken zum Spiel und dann verdient Wolfsburg auch verdient. Also man muss schon zugeben, Wolfsburg war im Spiel einfach besser, weil man einfach in letzter Konsequenz die Pässe besser gespielt hat, die ankamen. Man hat konsequenter verteidigt und man hat halt, ja, von den 5-6 Chancen, die man hatte, halt 3 reingemacht und dann muss man sich halt nicht wundern, dass man dann untergeht, wenn man selbst bis zum Strafraum gut spielt, aber einem dann die Kreativität verliert. Diese Kreativität, da kommen wir gleich im Ulm-Spiel drauf, die war plötzlich gegen den Unterklasse-Gegner da. Vielleicht lag das da an den Räumen, aber kommen wir später dazu. Micha, 40 Minuten Elfmeter, gelb für Hennings. Ja, täglich grüßt das Murmeltier, der kriegt den halt irgendwie, der springt hoch und kriegt den irgendwie dann an den Arm, weil er den Arm so ein bisschen wegzieht, um den, ich weiß glaube ich gar nicht, wer der Stürmer war, aber den wollte der nicht am Kopf treffen, deswegen zieht er den Arm so ein bisschen zurück und kriegt ihn dann so an den Ellbogen, sieht scheiße aus. Ist ein verdienter Elfmeter, brauchen wir uns nicht drüber aufregen. Da muss halt Hennings cleverer sein oder ist es einfach nur Pech? Das ist einfach nur Pech. Für mich war es halt so ein 50-50 Elfmeter und Fortuna hat halt den Pech, Fortuna hat halt das Pech und kassiert dann so Elfmeter. Und ja, das war ein komplett unnötiges Ding und dann liegt man wieder unnötig hinten, wie gegen Freiburg auch schon. Da liegt man komplett unnötig, wegen einem unnötigen Elfmeter hinten direkt von Anfang an und dann ist das Spiel eigentlich auch gelaufen, weil Fortuna gefühlt in einem Spiel nicht mehr Tore schießen kann als 2, beziehungsweise als 1 überhaupt, jetzt ausgenommen von Ulm, aber ja, ist halt ärgerlich, dass man so die ganze Saison schon so unnötige Gegentore kassiert.
Dann macht der Weghorst das 1-0 mit einem klasse geschossenen Elfmeter, nichts dagegen. Duxch kommt dann für Boczek in der 66. und dann passiert wieder in der 73. Minute. Das 0-2 durch Wolfsburg, durch Brikolo, der ist halt einfach durch und macht dann das Tor. Das ist halt, ja, soll man sagen, es ist eine individuelle Klasse, wenn du es willst. Dann kommt halt Barkok für Morales in der 78. Usami auch für Luke Bakio. Den Wechsel habe ich überhaupt nicht verstanden, weil Luke Bakio für mich einer der besseren Spieler in diesem Spiel war. Wie generell zuletzt, wenn er dabei war. Aber es muss halt irgendwas mit Frische oder was weiß ich zu tun haben, weil ansonsten kann ich mir das nicht erklären, warum man Luke Bakio in so einer Situation rausnimmt. Klar, es steht 2-0 und du weißt eigentlich von deiner Mannschaft selbst, dass die nicht mehr als ein Tor schießt pro Spiel. Keine Ahnung. Und dann in der 80. passiert dann das 3-0 für Wolfsburg. Nach eigentlich geklärtem Ball bekommt Barkok und Usami den Ball irgendwie nicht weg und Ginczek sagt ja, danke und knallt den Ball aus, glaube ich, 16, 17 Metern einfach mal in das Tor und Michael Rensing sieht mal wieder aus wie die letzte Gurke da zwischen zwei Pfosten. Da. Das ist irgendwie so ein Thema, was sich durchzieht. Wollen wir nach dem Umspiel über so ein paar Personalien sprechen, die uns sehr massiv negativ aufgefallen sind. Vertunen des Spiels wollen wir, glaube ich, gar nicht zu krönen, weil irgendwie alle scheiße waren. Effektivster war tatsächlich noch Luke Bakio. Du kannst, wenn du willst, auch noch Kann Ayhan erwähnen. Der hat sehr sicher defensiv gespielt, eine gute Pässe nach vorne ins Mittelfeld gegeben, aber so wirklich der Spieler, der über allen ragt, gab es nicht, Micha. Ja, das sehe ich genauso und ja, irgendwie auch bedenklich, dass die zwei Spieler, die im Doppelwechsel in der 78. Minute reinkommen, in der 80. Minute beide den Ball klären können, aber den Ball irgendwie nicht loswerden und dann das Gegentor fällt. Aber ich glaube, das ist auch wieder halt Pech. Das ist noch nicht mal irgendwie das, dass man sich denkt, das war jetzt komplette Grotte und das macht kein F-Spieler, F-Jugendspieler macht das falsch, aber da prallt dem der Ball irgendwie doof ab und der kriegt den dann nicht weggeklärt und ja, dann ist der Ball halt drin. Ich kann zum Beispiel den Wechsel Barkok für Morales nachvollziehen, weil das nochmal, Barkok ist nochmal ein Tick offensiver, ein bisschen zweikampfstärker, Pässe sind ungefähr gleich, defensiv ist natürlich Barkok was schwächer, aber benutzt war was drin, der Defensive. Aber der Wechsel Usami für Luke Bakio erschließt sich mir nicht. Ich hätte lieber eher den anderen Flügel rausgenommen oder gewechselt oder Usami für den Stürmer oder für den offensiven Mittelfeldspieler rausgenommen, weil Luke Bakio einfach geil gespielt hat und Usami diese Rolle im Sturm oder in der Offensive besser liegt als auf dem Flügel. Aber irgendwie, das ist uns aufgefallen, ist in Europa Usami immer auf dem Flügel gesetzt gewesen, während er in Japan am Wochenende seiner Nationalmannschaft immer im Sturm oder im offensiven Mittelfeld agiert. Micha, ist das fehlende Kreativität von den Trainern in Europa oder denkt man, dass er einfach die körperlichen Mittel für diese Position in Europa nicht hat? Ich glaube einfach, man denkt sich, oh, das ist ein schneller, flinker Spieler, der muss auf den Flügel. Aber ich würde halt zum Beispiel, meiner Meinung nach sollte auch mal Usami einfach mal im offensiven Mittelfeld spielen, weil irgendwie fehlt uns da so der Kreative, das was letzte Saison halt Neuhaus war, der dann so diesen tödlichen Pass gespielt hat, was so Stöger eigentlich sein soll, aber nur so halb hinkriegt. Und deswegen wäre für mich zum Beispiel ein cooler Wechsel gewesen, Usami für Morales und dann einfach mal Usami im offensiven Mittelfeld. Aber das ist dann wieder so mein zu kreatives Denken und Funkel ist da halt eher so, nee, das muss alles strukturiert sein und seine Ordnung haben. Ja, das ist halt sehr konservativ. Ja, manchmal, ja, dann spiel halt mal mit vier Stürmern und nicht mit einem Stürmer, einem linken Mittelfeldspieler, sondern pack einfach mal vorne in den Sturm Lovren, Rahman, Luke Bakio und Usami einfach mal als Vierersturm. Die können dann auch rotieren, wie sie Bock haben. Wer gerade mehr Sturm spielen will, soll vorne in den Sturm. Wer gerade eher offensiv Mittelfeld spielt. Aber sowas macht Funkel halt nicht. Und vielleicht hatte er damit auch recht, weil er dann, ich meine, irgendwoher muss es ja kommen, dass er schon so oft aufgestiegen ist und sowas. Aber manchmal vermisse ich halt mal, dass man mal was versucht und wenn man dann auf die Fresse fliegt, okay, aber man versucht halt gefühlt nichts.
Also wenn ihr denkt, dass sich der Fußball gewandelt hat und Friedhelm Funkel nicht der richtige Trainer sein sollte, schreibt es gerne in die Social Media Kanäle auf Megafon 95 oder auch gerne in unsere Facebook Gruppe auf Megafon 95, die Megafon 95 heißt. Wir müssen uns da irgendwann von einem geilen Namen einfallen. Dazu könnt ihr auch gerne, wenn ihr einen geilen Namen habt, oder uns gerne eine E-Mail schreiben, megafonpodcast@gmail.com. Könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail dazu schreiben oder natürlich auf dem Twitter uns folgen und natürlich dann auf diesem Twitter und das auch zukommen lassen, falls ihr da Bedenken habt, dass Friedhelm Funkel nicht kreativ genug ist und wir vielleicht einen neuen Trainer bräuchten. Das ist natürlich die Frage, was könnten wir besser machen? Ist ganz einfach, keine unnötigen Gegentore kassieren und einfach mal Tore schießen. Und zu diesem Tore-Schießen-Punkt kommen wir als nächstes, denn gegen Ulm startete man im 4-4-2, was ein bisschen offensiver war als zuletzt, weil es war kein klassisches 4-4-2, es war eher ein 4-2-4, so wie du es aus FIFA kennst, wenn du dann die offensivere 4-4-2-Version wählst, für alle, die so taktisch affin nicht so sind. Du hast einfach, die Offensivspieler haben dann kürzere Wege, die auf dem Flügel sind, nach vorne, weil sie weiter vorne stehen, weil die sich eine Grundordnung weiter nach vorne orientieren und sind halt so schneller am 16er und können halt so auch besser die Stürmer bedienen und die können sich halt auch untereinander austauschen, falls sich einer defensiv zurückfallen lassen muss, dass du dann so ein verkapptes 4-3-3 hast mit Überzahl auf einer Seite oder Überzahl im Zentrum. Das kann man auch taktisch sehr gut nachvollziehen, warum die Fortuna das da gespielt hat, weil Ulm wirklich Probleme hatte mit unserem Tempo. Weil Ulm halt mit Luke Bacchio und Usami diesem Tempo, den wir hatten, nicht klar kam. Hennings und Duxch waren auch viel zu schnell und das Mittelfeld hat halt auch sehr gut mitgearbeitet. So, jetzt das Ganze mal objektiv betrachtet. Micha, wir wollten eigentlich nicht auf den Torhütern rumhauen die Saison, weil wir wissen, dass da alles so ein bisschen konfus ist mit Verletzungen und Privates und Gedöns. Michael Rensing kassiert nach 20 Sekunden das 1-0 für Ulm. Klar, Gieselmann wird da krass gepresst von drei Leuten und der macht dann den Fehler, indem er den Ball verliert. Aber Rensing wird überlupft und der Ulmer trifft den Ball nicht mehr richtig. Und Rensing sieht halt aus wie so eine Gurke. Der hebt einfach nur eine Hand und dann geht der Ball halt rein. Das haben wir selbst in diesem Spiel von dem Ulmer Keeper, der eigentlich klassenschlechter sein müsste, besser gesehen. Zufall, Überraschtheit, what the fuck happened? Ja, das war, ich glaube, das waren sogar 12 Sekunden. Auf jeden Fall war das schnellste DFB-Pokal-Tor, das jemals gefallen ist. Und Gieselmann wird gepresst, verliert da den Ball. Aber trotzdem würde ich eher sagen, dass Rensing schuld ist am Gegentor, weil das ist, und natürlich kacke ich jetzt wieder auf Rensing rum, aber wenn der Ball gefühlt einen Meter über Rensing ist und dennoch nicht mal, er springt nicht, er macht einfach so einen halben Schritt nach hinten und guckt, denkt sich, ach nee, springen, oh nee, hab ich keinen Bock zu. Und macht dann halt so diesen halben Schritt nach hinten, hebt die Hand so lustlos und dann ist der Ball drin. Wo ich mir denke, wenn er wenigstens springt und den Ball nicht kriegt, okay, aber so diese, oh ja, den kriege ich eh nicht, okay. Und das fuckt mich halt ab beim Rensing, weil wenn so ein, alleine der Torwart, ich weiß noch nicht mal, wie der Torwart von Ulm hieß, aber in dem Spiel gucke ich mir den Torwart von Ulm an und der war komplett souverän. So fängt die Flanken ab und macht die Bälle fest und Rensing lässt jeden Ball klatschen, so gefühlt oh, war Rensing der Viertligatorwart und der andere Torwart war der Bundesligatorwart. Der eine Ball, wo der Rensing rausläuft und den Ball nicht festhalten kann, weil er durch die Lappen rutschen, nach vorne rutschen. Zwar ist nichts passiert, aber boah. Aber das sind halt immer so diese Kleinigkeiten. Ich meine, ich habe vor der Saison selbst gesagt, ich will lieber Rensing im Tor haben als den Wolf, aber mittlerweile hätte ich sogar lieber den Tyson im Tor, weil der ist auch nicht eine komplette Gurke, so. Hashtag Mega von 95, Hashtag Tyson im Tor. Ja, und das ist so, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe das Gefühl, Rensing hat einfach keine Sprungkraft oder so, weil auch wenn er jetzt, was er ja mittlerweile kann, ist dieses Rauslaufen und den Ball wegfausten, aber wenn man drauf achtet, dann, der springt nicht mal hoch zum Rausfausten, sondern lässt sich einfach nach vorne fallen und hebt dabei den Arm hoch. Er tut sich halt immer noch schwer mit dieser moderneren Torwartweise, ist halt immer noch Schüler der alten Oliver Kahn-Torwartschule, du fällst wie ein Baum, parierst jeden Ball und du läufst eigentlich nicht raus und du antizipierst eigentlich keine Bälle, selbst Flanken, die reinkommen, die versuchst du nicht zu fäusten, übers Tor zu lenken, sondern du guckst wie so ein Schneemann einfach mal nach oben und verfolgst den Ball. Jetzt lustig für die Leute, die nicht sehen können, wie ich gerade diese Geste gemacht habe.
Aber das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob er einfach zu alt ist oder ob er sich nicht angepasst hat. Ich habe absolut keine Ahnung, ich möchte jetzt nicht mehr über Michael Rensing diskutieren, weil den Mut, glaube ich, einfach mal Jannik Tyson aufzustellen oder irgendwen anders, hat Friedhelm Funkel nicht, weil seine zwei Alternativen sind beide verletzt. Da wird auch nicht viel passieren. Zum Glück machte Dux für uns das 1-1 mit dem Kopfballtor. Da kam eine schöne Chipflanke rein und der macht den einfach genial. Ja, bei dem Tor habe ich, bei dem Tor, das erste, was ich mir dachte, war, boah, das war eine Flanke, die mal genau auf den Kopf gekommen ist. Von wem waren die? Und dann gucke ich, ach, Usami. Und dann dachte ich mir so, warum spielt der nie, wenn das gefühlt der einzige ist bei Fortuna, der eine Flanke direkt auf den Kopf von einem Stürmer bringen kann. Da hatten aber natürlich auch beide Platz und natürlich ist das auch die Qualität, die ein Duxch hat, mit dem Kopf, mit dem Körper, sich in die Situation zu werfen und Tore zu schießen, ist natürlich, er ist ein geiler Stürmer, vor allem für die zweite Liga. Ich weiß ja nicht, ob das ein Unterschied ist, Bundesliga, ob du da weniger Platz hast oder weniger Zeit, weil zumindest gegen Ulm hatte er viel Platz und viel Zeit und dann konnte er auch Tore schießen, hätte zwei gemacht in diesem Abend, während wir das gleiche auch bei anderen Stürmern sehen, die dann in der Bundesliga scheitern, aber in der zweiten Liga wieder massiv Tore schießen. So, es puppelt sich ganz so ein bisschen zu der Dodi Luke Bakio Show. Ja klar, das 2-1 oder 1-2 fiel dann nach einem flachen Pass von Dodi und Hennings grätschen dann irgendwie mit so einem Blutgrätsche à la Tiff ins Tor. Ich war ein bisschen überrascht, dass Hennings den antizipiert hat, diesen krassen Flachpass von Dodi. Ja, das war einfach so ein Pass, der halt quer in 16er reinkommt, wo du richtig gesehen hast, dass Luke Bakio guckt und dann den Ball genau dahin spielt, wo er ist, und Hennings in Stürmermanier hält dann mit der Grätsche den Fuß rein. So ein schönes Premier League Tor, das fällt da irgendwie öfter. Wir müssten öfter mal so krasse Pässe von Dodi sehen. Jetzt analysieren wir den Gegner ein bisschen später, kommen wir erstmal ein bisschen weiter. Kommen wir zum 1-3 zum Beispiel, Lupfer von Dodi, der macht den dann rein, dann kam halt die Schwalbe von Usami, die irgendwie keine war. Ich meine, wenn sogar Uli Potowski sagt, dass das ein Fehler war vom Schiedsrichter, dann spricht es eigentlich schon alles tatsächlich. Ja, was ich lustig finde, ist, dass du zu dem Ding von Dodi Luke Bakio Lupfer sagst, wo ich sagen würde, das ist ein Vollspannschuss, aber das war genau so ein Mittelding, das war so ein schöner Vollspannschuss, der dann so diese geile Flugkurve hatte, weil der Volley genommen wurde. Und dann halt genau im Winkel, vor allem Scorerpunkt für Rensing. Sowas erlebst du in der Bundesliga, glaube ich, nicht. Und ja, aber das Ding ist ja, der Rensing schlägt den ab und ich glaube, war das der Dux oder der Dings, einer von beiden rutscht halt aus. Dadurch ist der Ulmer halt komplett verwirrt und dann läuft der Luke Bakio einfach durch und ist dann schneller als alle anderen und dann, ja, ich hab's Lupfer genannt, das ist tatsächlich so ein Vollspannheber, wenn du willst, keine Ahnung, wie man das nennen soll, weil das so ein Röstler gegen Duisburg Gedächtnis-Ding vor gefühlt 20 Jahren, aber weil den halt auch mit Schmackes haut, aber das ist halt Qualität, die er hat, die konnten wir in diesem Spiel krass sehen. Aber was ich zu dem Gegentor eigentlich sagen will, ist komplett unnötig, dass Luke Bakio da drauf zieht, weil das war in dem Moment, glaube ich, eine 3-gegen-1 Situation. Aber der Ball war drin und deswegen hat der natürlich recht. Ja, der hat natürlich auch die Qualität, das zu machen. Bei der Usami-Schwalbe, wie gesagt, packe ich mir an den Kopf. Klar, er kriegt Geld dafür, er antizipiert die Grätsche und damit irgendwie nicht viel passiert, fällt ja so ein Moment vorher, okay, ja, in der Bundesliga hätte man den vielleicht gegeben. Also für mich war es... Hast du dann einen ambitionierten Dritt- und Viertliga-Schiedsrichter, ja, okay, gib ihm. Also für mich war es auf keinen Fall ein Elfmeter, aber es war auch auf keinen Fall eine Schwalbe, das war einfach nur ein Zweikampf. Der Ulmer trifft ja nicht mal den Ball. Das war so dieses... Usami sieht, der Gegner kommt und dann fädelt der ein und dann denke ich mir so, ja, lass einfach weiterspielen und damit ist gut. Weil ich will für sowas eigentlich auch keinen Elfmeter haben. Also ich hasse das, ja, wenn Leute immer einfädeln und dafür dann Elfmeter kriegen. Das war WM, ich weiß gar nicht, gegen wen Portugal gespielt hat bei der WM. Auf jeden Fall hat da auch Ronaldo, glaube ich, innerhalb von 2 Minuten beim Gegner eingefädelt und dann einen Elfmeter gekriegt, wo ich mir sage, das ist kein Elfmeter.
und da fast die Bar auf Malle auseinandergenommen habe, weil ich mich so aufgeregt habe. Aber andere Geschichte. Nobody knows. Kommen wir dann zum 1-4. Dodi macht den Robben. Danke, Dodi. Der zieht einfach rein, lässt zwei Leute stehen und knallt ihn dann einfach ins lange Eck. Ja, das war auch gefühlt 1-1 das Tor. Also Dodi Lukebakio hat die Saison 3 Tore, die er gemacht hat, waren genauso dieses, ich bin am rechten Eck vom 16er, leg den Ball auf den linken Fuß und schlänzt den dann links ins Eck. Und ist er vielleicht der neue Robben? Ja, ich glaube einfach nur, dass die Leute noch nicht wissen, dass der das genauso gut kann wie der Robben und deswegen den noch nicht so zustellen. Und ja, aber ich habe die Hoffnung, dass er, dass sich das noch nicht so rumspricht und dass der da noch so 3-4 Mal so Tore macht. Klar, dann fiel noch das 5-1, aber fest steht halt, Dodi Lukebakio ist halt wirklich Versuch des Spiels oder Man of the Match, hat sogar diesen kleinen Pokal am Ende noch bekommen, so ein DFB-Pokal Dingsy, was nicht wirklich wichtig ist. Aber du gehst mit, wenn wir sagen, Dodi Lukebakio war ja, Versuch des Spiels. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, er hat das 1-0. Da hat er den Pass auf Usami gespielt, bevor er die Flanken gemacht hat. Das 2-0 und 3-0, beziehungsweise das 2-1 und 3-1 hat er selber gemacht. Und das 4-1 hat er dann vorbereitet. Oder, okay, die Reihenfolge war jetzt falsch, aber du weißt, was ich meine. Und ja, wenn man an 3 Toren direkt beteiligt ist und an einem dazu noch die Einleitung gemacht hat, dann sollte man auf jeden Fall Man of the Match, beziehungsweise Fortuna des Spiels sein. Klar, das Gegentor war unnötig. Kommen wir zurück zur Liga, kommen wir zurück zu Gladbach, kommen wir zurück zu Berlin, zu unseren nächsten Gegnern. War das jetzt der nötige Aufbaugegner, den wir gebraucht haben mit einem 5-1? Oder geht es in der Liga so weiter wie vorher, weil man dann doch nicht so erfrischend offensiv spielen kann wie Anfang der Saison oder halt im Pokal gegen Ulm? Ja, ich würde eigentlich behaupten, dass es genauso weitergehen wird in der Liga, weil man hat halt wieder dieses unnötige Gegentor kassiert, was man gefühlt in jedem Spiel oder jedes Gegentor, das wir kassieren, ist gefühlt ein unnötiges Gegentor oder zumindest das erste immer. Und gegen Ulm war es halt genauso, dass man so ein unnötiges Gegentor kassiert hat. Ich sag noch zweimal unnötig. Unnötig. Und gegen Ulm war es dann halt so, dass man doch gemerkt hat, dass es halt vierte Liga ist und dann mit einer durchschnittlichen Leistung als Bundesligist haut man die halt 5-1 weg. Aber trotzdem hat auch Fortuna hätte auch noch 2-3 Tore mehr machen können gegen Ulm. Ja, es gibt auch Bundesligisten, die sich ein bisschen schwerer getan haben in diesem DFB-Pokal-Dings. Ja, das gibt's Spieltag. Auf jeden Fall. Aber man hat halt wieder diese Probleme gemerkt, so diese Chancenverwertung, weil Fortuna halt nicht alle Dinger reingemacht oder sagen wir mal so, nur die Hälfte von den Torchancen reingemacht hat und in der Bundesliga als klarer Abstiegsfavorit oder Abstiegskandidat muss man halt, sage ich mal, mindestens 80% der Torchancen nutzen und das sind dann halt genauso Sachen, die man halt gemerkt hat wieder in dem Spiel, aber gegen Ulm hat es halt gereicht, weil Ulm halt nicht die Qualität, also das war so wie Fortuna, wenn Wolfsburg halt komplett Grotte gegen Fortuna spielt, gewinnen die trotzdem 3-0, weil dann sich die Qualität halt doch durchsetzt. Und deswegen habe ich die Befürchtung, dass es jetzt trotzdem so weitergeht, aber ich habe die Hoffnung, dass die Offensivkräfte wenigstens gemerkt haben oder sich dass die Offensivkräfte wenigstens gemerkt haben, ach ja, da steht ja das Tor und das jetzt wenigstens mal ein paar mehr Tore fallen, weil ich verliere auch lieber 3-2 als 3-0. Deswegen, meine Wünsche sind auf jeden Fall mehr Tore und wenn man dann trotzdem verliert, ist mir das auch egal, aber ich will auf jeden Fall mehr Fortuna-Tore sehen. Also ist dein Tipp im nächsten Spiel, am 10. Spieltag, eine 3-2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach? Ich bin froh, wenn Fortuna, also wie schon vorm Spiel gegen Wolfsburg gesagt, ich bin froh für jedes Fortuna-Tor, was fällt und dann. Also im Prinzip habe ich ja das Wolfsburg, okay, Fortuna hat kein Tor gemacht, aber ich habe gesagt, ich will weniger Tore kassieren als 3 und ich will, dass Fortuna ein Tor macht. Fortuna hat das Tor nicht gemacht, deswegen war es leider traurig, aber immerhin weniger als 3 Gegentore kassiert. Ja, also 3-2 gegen Borussia Mönchengladbach wäre schade, aber wäre schon in Ordnung, besser als 3-0 oder 4-0 zu verlieren. Jetzt haben wir noch kurz den Win der Woche raus, Micha. Das wolltest du so ein bisschen ansprechen.
Ja, mein Win der Woche, beziehungsweise Highlight der Woche oder Volltreffer der Woche. Wir überlegen aktuell an einem Namen, weil irgendwie Win der Woche, keine Ahnung, finde ich, ist nicht zufriedenstellend für mich. Und ja, auf jeden Fall, mein Win der Woche geht an die Kapitänsbinde von VfL Wolfsburg, weil es einfach die Regenbogenfahne ist und halt so die Diversität zeigt und ich das halt eine coole Aktion finde. Auf jeden Fall gab es da, ich weiß gar nicht, welcher Wolfsburg-Spieler das war, der dann irgendwie über Social Media da sich indirekt beschwert hat, dass es ja hier für homosexuell oder pro-homosexuell ist und weil er so christlich erzogen wurde, das eigentlich gegen sein Wertegefühl ist und deswegen hat er da so indirekt seinen Unmut geäußert, in denen er nicht unbedingt was geschrieben hat, aber Sachen, die andere geschrieben haben, geliked hat, wo er dann im Nachhinein gesagt hat, ja, mein Handy liked ab und zu Sachen automatisch, da kann ich nichts. Aber auf jeden Fall. Das macht mein Handy auch. Schreibt automatisch irgendeinen Scheiß, auf den keiner reagiert. Ist okay. Ja, okay. Auf jeden Fall ist mein Win der Woche halt die Kapitänsbinde von Wolfsburg, weil es halt die Regenbogenfahnen sind und deswegen ein Statement für Diversität ist und das finde ich auf jeden Fall positiv. Weniger positiv ist ja, dass das Comeback von Oliver Fink immer noch so ein bisschen nicht absehbar ist. Der laboriert immer noch an seiner Verletzung und da kommt er auch irgendwie so ein bisschen nicht raus. Verletzung, dann Trainingsrückstand, dann klappte das irgendwie mit dem ja, mit dem Aufbautraining nicht. Jetzt ist wieder so ein bisschen Verletzung gewesen und ja, das ist irgendwie alles so ein bisschen wurscht bei ihm. Micha, wird er alt? Der wird nicht nur alt, der ist seit 5 Jahren schon alt, aber ich glaube, das, was damals war, als er seinen Kreuzbandriss hatte mit 31, das, was ich ihm damals prophezeit habe, ist, glaube ich, das, was jetzt wirklich antrifft, dass er halt zu alt ist und dann die Knochen oder der Körper dann doch zu langsam regeneriert. Und ja, ob er dann nochmal wiederkommt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, mein Traummittelfeld wäre ja einfach mal so Sobotka, Fink und Usami im offensiven Mittelfeld. Aber ich glaube nicht, dass diese Saison passieren wird. Einerseits, weil Funkel Usami nicht im offensiven Mittelfeld aufstellen wird und andererseits, weil Fink, glaube ich, noch paar Wochen brauchen wird, bis er wirklich fit genug ist, um in der Startelf zu stehen. Ich würde mal behaupten, dass er sein erstes Saisonspiel machen wird am, ich glaube, zweiten Spiel der Rückrunde, weil der erste Spiel der Rückrunde noch in diesem Kalenderjahr ist. Aber ich denke mal, dass er nächstes Jahr die Partien machen wird, um sich halt im Wintertrainingslager dann die Form, aber auch die Fitness holt, die er braucht, weil das kriegt er irgendwie so nicht hin. Auch so ein bisschen offen ist, ja, ob Marcel Sobotka am Sonntag zurückkommen wird für uns. Der war eigentlich verletzt, ist eigentlich jetzt wieder im Mannschaftstraining, aber nichts Genaues weiß man nicht und keine Ahnung, jetzt hat natürlich sich Friedhelm Funkel mehr über die Leistung des Schiedsrichters Gespanns geärgert, als über die Leistung seiner Mannschaft, was man absolut nachvollziehen kann. Wie gesagt, so einen krassen Fehler fanden wir es jetzt nicht. Ist natürlich scheiße, dass es passiert. Auf diesem Niveau sollte man eigentlich meinen, dass das ja eigentlich nicht passiert und man dementsprechend sich auch nicht darauf aufregen muss. Man gewinnt 5-1 und dann sucht man sich da eigentlich nicht den Schiedsrichter aus, der halt ein bisschen überambitioniert versucht, das Richtige zu tun. Aber lassen wir das an dieser Stelle auch mit meinem Kommentar unkommentiert. Micha, hast du noch irgendwas zum Abschluss zu sagen? Ja, einerseits, ich verliere lieber 4-2 als 2-0. Deswegen kann man, und vielleicht müsste man halt, wenn man eh Gegentore kassiert, vielleicht müsste man einfach die Flucht nach vorne machen und dann denken und sich dann sagen, okay, wir spielen mit einer Dreierkette und 4 Stürmern und vielleicht überraschen wir dann mal einen Gegner und machen dann früh 2 Tore und dann kann man auf die Defensive umstellen. Aber ja, so meine Storytime zum Abschluss, ja, weiß nicht, wir haben eigentlich schon viel mehr gequatscht, so aus der Seele heraus, würde ich sagen. Deswegen würde ich sagen, wir können das hier beenden und hoffentlich hat uns das Spiel gegen Ulm ein bisschen Motivation gegeben und ein bisschen Selbstvertrauen, dass es die nächsten Spiele halt aufwärts geht. Und wenn nicht, dann nächste Saison halt wieder zweite Liga.
ist dann auch egal, ist auch ganz schön. Und Bundesliga war schön, Zeit für uns zu gehen. Ja, so drastisch würde ich nicht sagen, aber so selbst wenn wir absteigen, who fucking cares? Achso, da fällt mir doch eine Geschichte ein. Wir haben unseren ersten Hate-Kommentar auf YouTube bekommen. What? Ja, da hat einer geschrieben von wegen Fortuna, also das war wirklich so ein... Ach, der FC Bayern-Fan. Ja, ja, der dann geschrieben hat, Fortuna ist scheiße, sowas in der ersten Liga gegen Bayern, kassiert ihr die nächste Klatsche und nächste Saison zweite Liga. Und ich so... Aber wie dann spielen wir halt nächste Saison zweite Liga, also na und? Also entweder sind deine Tags massiv scheiße, die wir benutzen, aber... Gehen wir mal davon aus, dass deine Tags nicht massiv scheiße sind, die du auf YouTube benutzt. Wie kommt der zu unserem fucking Fortuna-Podcast? Ja, der hat einfach gesehen, ich guck mal, wer letzter in der Tabelle ist und ihn disse ich mal, weil ich bin Bayern-Fan und Bayern ist nie letzter in der Tabelle. Und weil wir der einzige Fancast auf YouTube sind, sind wir natürlich das Opfer. Ja, der hat wahrscheinlich auch unter jedem Fortuna-Video geschrieben, Fortuna-Scheiße, nur dass wir halt... Nur weil wir halt auf YouTube gefühlt zwei Kommentare unter einem Video haben, sieht man das halt und deswegen... Boom. Lieber Bayern-Fan, du wirst uns nicht sehen, aber fühl dich gegrüßt. Missgeburt. wir brauchen schon Sterne auf dem Trikot. Vor allem, wir haben auch eins, aber egal. Ja, 33 war eine schönere Zeit. Nimm das. Ich kann hier nicht die Regenbogen-Kapitänsbinde von Wolfsburg loben und du so einen Spruch sagen. Das ist. Du scheinst, wüssten gleich Ehre aus. Egal. Vor allem, ich glaube, viele Leute werden nicht wissen, warum ich kritisiere, dass 33 eine gute Zeit war. Aber ja, egal. Ist alles gut. Du scheinst den Scheiß sowieso raus und. Nein. Was ist wirklich drin? Ich glaube, wenn, dann wirst du schneiden müssen, aber egal. Ja. Gucken wir mal. Ja, ich werde schneiden. Ja. Vielen Dank, dass ihr auch bis hierhin dabei wart bei unserer Folge 49 der Megafon 95 Fortuna Düsseldorf Fancast. Natürlich eure Meinung, wie gesagt, ist uns wichtig. Feedback gerne über YouTube in die Kommentare, gerne per E-Mail an projektmegafonpodcast@gmail.com oder in Social Media Kanälen. Die findet ihr alle natürlich unten in der Infobox oder in den Beschreibungen, wie auch immer. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da ein Feedback gibt, uns folgt, uns liked, liebt uns, liked uns, teilt uns, was auch immer. Und ja, ich bin der Mo, mein Partner ist der Micha. Jetzt schön geachtet auf Twitter. Wir sagen vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und natürlich bleibt wieder dabei, bleibt der Fortuna treu und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. I'm not sorry.